Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, und das Thema ist heute das Wirtschaftsforum in St. Petersburg, was vor etwa einer Woche stattgefunden hat, auf welchem Putin eine wegweisende Rede gehalten hat, möchte ich kurz Bezug nehmen zu einigen Kommentaren, die zu meinem vorletzten und vorvorletzten Video kamen. Das vorletzte Video war Deutschland in Gefahr, sollte man sein Konto und seine Wohnung räumen. Und beim anderen ging es darum, dass es Probleme für die deutsche Industrie gibt. Ich habe sehr viele positive, erfreuliche Kommentare erhalten. Dafür bedanke ich mich an der Stelle wieder. Ich habe auch einige Kommentare erhalten. Ich möchte eigentlich auf diese, ich sag mal, Negativkommentare gar nicht so gern eingehen, immer wieder mal. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, einfach mal einen kleinen Sachverhalt klarzustellen. Denn natürlich muss niemand meinen Meinungen, die ich in den Videos verbreite, folgen. Zum Großteil liefere ich gar nicht so viel Meinung, sondern was ich hier mache, ich habe das schon mal gesagt, ist, Fakten zu sammeln, diese vorzustellen, in einen Kontext vor allen Dingen zu stellen und daraus natürlich Schlüsse zu ziehen. Und jede Diskussion, auch kontroverse Diskussion im Kommentarbereich ist sehr willkommen. Ich freue mich darüber und habe das mit einigen Kommentatoren auch schon gemacht, sofern es meine Zeit zulässt. Allerdings, es sind immer wieder Kommentare dabei, und so auch bei dem eben genannten Video, wo mir ein Kommentator Hetze unterstellt. Hetze, Anti-Grüne, Hetze, AfD-freundliche Darstellungen und was weiß ich. Einer begann seinen Kommentar mit so ein Quatsch, der hier erzählt wird und so weiter. Und dann kamen ein paar Pseudo-Argumente. Wie gesagt, ich freue mich über jede kontroverse Diskussion, solange die argumentativ auf der Sache begründet dargestellt wird. Aber Kommentare, die schon damit losgehen, so ein Quatsch oder Hetze, ja, damit befasse ich mich nicht mehr. Ich lösche die, denn da fehlt einfach der Bezug zur Sache, sondern da geht's, das ist der Versuch eines persönlichen Angriffes. Und auch das habe ich schon mal gesagt, es grenzt für mich oder ist für mich der Versuch der Unterdrückung der Meinungsfreiheit, indem hier der Überbringer der Botschaft persönlich angegriffen wird oder es versucht wird, ihn anzugreifen. Dieser eine Kommentar, der hier mit diesen Begriffen so ein Quatsch losging, hatte dann noch einen Link mit drin zu einem Video mit dem Titel, wie war der Titel? Das Grüne Reich. Das Grüne Reich. Also der Titel, Anspielung natürlich auf das Dritte Reich. Dieses Video heißt Das Grüne Reich. Ich habe diesen Kommentar gelöscht, weil erstens er unsachlich war und zum anderen, ich habe mir dann dieses Video angesehen und ich verlinke es hier nicht. Es kann sich jeder raussuchen bei YouTube, wenn er möchte, also das Grüne Reich. Hochinteressant insofern, als dass es ein reines Werbevideo, ich möchte fast sagen Propagandavideo, für die Grünen ist. Also liebe Zuschauer, wenn jetzt wieder solche unter Ihnen sind, die hier grüne Politik glauben vorantreiben zu müssen und dann solche Kommentare einstellen wollen und solche Links einstellen wollen. Ich meine, Sie könnten mir dann gleich das grüne Parteiprogramm zur Veröffentlichung liefern. Das werde ich bestimmt nicht machen, so wie ich auch kein einziges Parteiprogramm oder Propagandavideo für eine andere Partei hier einstellen werde. Das Interessante an diesem Video war, dass es auf eine sehr satirische Art komplett überzogen dieses Vierte Reich als Ökodiktatur darstellte. Und was mir persönlich aufgefallen ist dabei, Klimaschutz spielte dort gar keine Rolle oder nur ganz eine kleine Rolle am Rande, sondern es ging viel mehr um andere Dinge,
um Benutzung von Plastik, Verschmutzung von Meeren und so weiter. Alles Dinge, denen sich niemand mit vernünftigem Menschenverstand entgegenstellen könnte. Also für mich lieferte dieses Video auch einen Schimmer Hoffnung, denn es scheint einen Hinweis darauf zu liefern, dass auch von aus dieser grünen Perspektive der Klimawahn nicht mehr so fruchtet, wie er bisher gefruchtet hat. Möglicherweise ist das ein Ergebnis der Aufklärungsarbeit, die auf vielen Ebenen im Internet läuft, auch vieler namhafter Wissenschaftler, die sich entsprechend dazu geäußert haben, um vielleicht auch solcher kleiner Kanäle wie dem meinen. Und ein letzter Hinweis noch zu einem solchen Video. Bitte, bevor Sie so etwas verlinken und dann im Kommentarbereich meiner Videos und meines Kanals einstellen, schauen Sie doch noch, wer der Initiator solcher Videos, solcher Veröffentlichungen ist. Also entweder, nehmen Sie es mir nicht übel, sind manche einfach nur blind oder dumm oder wollen es nicht wahrhaben, was da im Hintergrund läuft, oder ja, bestenfalls aus der Sicht derjenigen, die solche Links hier einstellen, sind sie Trolle. Denn dieses eben besagte Video, das Grüne Reich, ist produziert worden von der Funk-Gruppe. Und da braucht man doch nur mal reinschauen. Also Funk ist ein Gemeinschaftsangebot der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland, ARD und des zweiten deutschen Fernsehens, ZDF. ARD und ZDF sind gemeinsam Träger und gleichberechtigte rundfunkrechtliche Veranstalter des Angebots. Die Federführung für die laufenden Geschäfte von Funk obliegt dem Südwestrundfunk. Ja, und dann ist da auch noch der gesetzliche Vertreter und so weiter genannt. Also hören Sie sich an, was die Öffentlich-Rechtlichen durch GEZ, durch Gebühren, durch Zwangsgebühren finanzierten Medien liefern, dann wissen wir doch alle, es ist Grünen-Propaganda. Die ARD möchte ja sogar einen grünen Kanzlerkandidaten. Wobei übrigens der Öffentlichkeit suggeriert wird durch dieselben Medien, dass die Hälfte der Bundesbürger sich einen grünen Bundeskanzler wünschen. Und dabei verdrehen die Medien, diese Systemmedien, ihre eigenen Worte. Denn die Umfragen, die hier gemacht wurden, hießen in der Fragestellung, ob die Leute einen grünen Kanzlerkandidaten sich wünschen. Und das ist ein erheblicher Unterschied, ob man einen grünen Kanzlerkandidat sich wünscht oder ob man einen grünen Kanzler sich wünscht. Außerdem sind die Umfragen, nach dem, was ich hier so recherchieren konnte, vom Ergebnis her, sagen wir mal, zumindest aufgerundet, denn die benennen selbst Fehlerquoten von 3 bis 4%. Und insofern muss man zum Ergebnis kommen und sagen, etwa 45 bis 46% wünschen sich einen grünen Kanzlerkandidaten. Ja, und dass eine Partei einen eigenen Kanzlerkandidaten aufstellt, wenn die um die 20% hat, das ist ja nun mal nichts Besonderes. Ja, vor wenigen Tagen endete ja das Wirtschaftsforum in St. Petersburg, welches regelmäßig seit Jahren stattfindet. Und auf diesem Wirtschaftsforum waren wieder mal eine ganze Menge von Staatsvertretern und auch Wirtschaftsvertretern anwesend. Und unter anderem hat der sächsische Ministerpräsident Kretschmer sich direkt mit Putin getroffen und sich dann auch mit ihm ablichten, fotografieren lassen. Und über die Tatsache, dass er sich hier mit Putin fotografieren ließ, ist natürlich in manchen Medien wieder aufgegriffen und extrem kritisiert worden. Ich möchte dazu mal aus dem Spiegel Online zitieren. Übrigens auch die Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich veranlasst gefühlt einzutreten und sich kritisch zu äußern darüber, dass sich ein Ministerpräsident
mit Putin fotografieren lässt. Wobei man an der Stelle vielleicht schon auch noch sagen muss, keiner derjenigen, weder die Medien noch die Kramp-Karrenbauer noch auch der Ischinger von der Münchner Sicherheitskonferenz, so wird die genannt, diese Organisation, auf deren Konto auch schon mehrere Kriege gehen. Aber die haben sich ja hier alle kritisch dazu geäußert, nur keinem von denen steht es letztlich zu. Denn die Bundesländer innerhalb der Bundesrepublik sind eigene souveräne Staaten. Und wenn man sich mal anschaut, woraus die oder woher die kommen, dann waren das Fürstentümer oder Königreiche. Und Sachsen ist ein Freistaat, der auch eigenmächtig entscheiden könnte, ob er innerhalb dieses Staatenverbundes der Bundesrepublik überhaupt bleiben möchte oder nicht. Also ist der Kretschmer ist letztlich der Ministerpräsident eines souveränen Staates, welches halt innerhalb dieser Bundesrepublik zum Staatenverbund gehört. Aber diese einzelnen Bundesländer sind unter Umständen souveränere Staaten, als es die Bundesrepublik ist. Und insofern kann der natürlich sich ablichten lassen, mit wem er will, und auch in sein Bundesland einladen, wen er will. Aber gut, was hat also nun Spiegel Online berichtet? Also Spiegel Online zitiert zunächst mal Kretschmer, der hier sagte: Wir brauchen die Befriedung dieses Ukraine-Konflikts, in dem jeden Tag Menschen sterben. Aber wir wollen auch, dass die Sanktionen so schnell wie möglich enden. Er meint damit natürlich die Sanktionen gegen Russland. Diejenigen, die sich nun mit erhobenem Zeigefinger zu Wort meldeten, sollten auch zur Kenntnis nehmen, dass es in den neuen Bundesländern eine eigene Meinung zu dieser Frage gebe. Dann äußerte er sich auch zu Wolfgang Ischinger, also dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, denn dieser Wolfgang Ischinger, der es ja hier versucht, Trump gleich zu tun, nämlich Twitter als Medium zu nutzen, der twitterte, er konnte es sich nicht verkneifen: Herr Ministerpräsident, also er spricht damit Kretschmer an, haben Sie einen außenpolitischen Berater? Falls ja, sofort feuern. Ja, also das ist genau diese Anmaßung, die ich gerade ja angesprochen habe. Allerdings gab auch der Verband der sächsischen Wirtschaft dem Ministerpräsidenten Kretschmer doch Rückendeckung. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass natürlich Kretschmers Verhalten vor den anstehenden Landtagswahlen zu werten ist und die CDU ja nach aktuellen Umfragen extrem abschmiert oder abgeschmiert ist. Die sind ja irgendwie von um die 40 jetzt bei etwa 25% gelandet. Und die AfD liegt ja zumindest nach den aktuellen Umfragen vor der CDU, wird also zumindest nach diesen Umfragen stärkste Partei. Und die SPD, ja, die knappert knapp an der 5%-Hürde rum. Also die, wenn ein bisschen Pech haben, rutschen die unter die 5%-Hürde und sind dort aus dem Landtag draußen. Das sind die aktuellen Umfragen. Was sich bis zum Herbst tut, werden wir sehen. Aber das ist natürlich auch was, was dieser gute Kretschmer hier im Kopf hat und im Kopf haben muss, wenn er solche Fotos veröffentlichen lässt. Er antwortete jedenfalls auf Ischinger: Die Dinge müssen klar und deutlich benannt werden. Das habe ich gemacht. Ischinger soll akzeptieren, dass es andere Meinungen gibt. In Ostdeutschland gibt es eine besondere Sichtweise auf Osteuropa. Außerdem bekräftigte er seine Haltung zur Nord Stream Pipeline, Nord Stream 2, die auf jeden Fall laut seinen Worten realisiert werden müsste. Und manches, was an Kritik dazu kommt, habe, so Kretschmer wörtlich, den Zungenschlag amerikanischer Interessen. Das Wirtschaftsforum in St. Petersburg findet in St. Petersburg in Russland findet seit 1997 statt und seit 2006 unter der Patenschaft des russischen Präsidenten. Es ist eines der größten Wirtschaftsforen der Welt und beim letzten Mal, also dieses Mal, waren über 19.000 ausländische Gäste in St. Petersburg
Und die größten Delegationen kamen aus den USA, aus China und aus Deutschland. Ich hoffe, ich habe die Reihenfolge so richtig wiedergegeben, denn sie ist absteigend. Also damit sind diese drei Länder jedenfalls diejenigen mit den größten Delegationen vor Ort. Also man sieht, dass das auch für diese Länder schon eine herausragende Bedeutung hat. Und warum man sich jetzt unter diesen 19.000 Leuten, die dort vor Ort waren, übrigens auch Altmaier war vor Ort, unser Wirtschaftsminister, oder die Schwesig, die Ministerpräsidentin, war vor Ort. Also, warum man sich jetzt ausgerechnet Kretschmer hier rauspickt und auf ihm rumhackt, ja, das weiß ich auch nicht genau, aber das hat halt gerade gepasst mit dem Foto gemeinsam mit Putin, was ja nichts Ungewöhnliches ist, da es unter der Schirmherrschaft des russischen Präsidenten durchgeführt wird. Putin äußerte sich schon vor dem Wirtschaftsforum dahingehend, dass China und Russland außerordentlich eng zusammenarbeiten und dass das Handelsvolumen inzwischen die 100 Milliarden überschritten hat. Es ist übrigens der Westen, der China und Russland immer enger aneinanderschweißt durch seine nahezu unerträgliche Hybris, die er an den Tag legt. Li Hui, das ist der chinesische Botschafter in Russland, der lässt auch keine Gelegenheit aus, zu verlauten zu lassen, dass Russland und China sich extrem eng in allen Bereichen abstimmen und Unilateralismus komplett ablehnen. Auf dem Forum traf sich Putin mit dem chinesischen Präsidenten Xi, übrigens zum 28. Mal innerhalb von 6 Jahren. Auf diesem Forum hielt Putin die anfangs schon erwähnte wegweisende Rede. Putin hat meines Erachtens inzwischen neben der drei außerordentlich wichtige Reden gehalten. Die erste war, ich glaube 2007, ich muss kurz nachschauen, ja, nein, 2001 schon. Und zwar hat er 2001 im Bundestag, im Deutschen Bundestag, die Zusammenarbeit zwischen Europa und Russland beschworen. Die Rede ist dann allerdings politisch ignoriert worden. Er hat eine weitere sehr wichtige Rede gehalten auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, in der er die US-Politik massiv kritisiert hat. Und dann hat er 2015 noch eine Rede vor der UNO gehalten, die ja dann, Moment, ich muss kurz schauen, ja, das stimmt, die Rede vor der UNO-Vollversammlung gehalten, über ja, das Verhalten, die aggressive Politik der USA. Diese Rede ist in den deutschen Medien dann schon komplett ignoriert worden. Und diese Rede, die er jetzt am Rande dieses Wirtschaftsforums gehalten hat, ist bisher ja auch ignoriert worden in unseren Medien. Und deshalb möchte ich zumindest ein paar wichtige Dinge daraus benennen. Und wir werden teilweise dann eben auch Texte daraus hier einblenden. Also in seiner Rede begrüßt er natürlich erstmal alle Anwesenden. Aber was eben sehr wichtig ist an der Stelle, er erklärt, dass seit dem Ende des Kalten Krieges neue Märkte in den Prozess der Globalisierung aufgenommen wurden, was die Architektur der Weltwirtschaft dramatisch verändert habe. Das vorherrschende Entwicklungsmodell, das auf der westlichen, der sogenannten liberalen Tradition beruht, er nannte es euroatlantisch, begann nicht nur eine globale, sondern eine universelle Rolle für sich zu beanspruchen. Der wichtigste Antrieb dieses Globalisierungsmodells ist der Welthandel. Dann folgte 2008, 2009 diese globale Krise. Also ich zitiere jetzt hier, ich fasse da zusammen, was Putin sagte. Es folgte also diese globale Krise, die nach seinen Worten die Ungleichgewichte verschärfte und diese auch offenlegte. Sie zeigte, dass der Mechanismus des globalen Wachstums allmählich ins Stottern kommt und die Weltgemeinschaft hat dann an diesen Fehlern, die hier passiert sind, ernsthaft gearbeitet. Allerdings herrschte nach seiner Auffassung
der vereinfachende Ansatz vor, nachdem dieses Modell der globalen Entwicklung selbst durchaus gesund sei, gar nichts Wichtiges geändert werden müsse und es ausreiche, die Symptome zu behandeln und ein paar Regeln und Institutionen der Weltwirtschaft unter internationalen Finanzen besser abzustimmen. Und dann wird alles wieder gut. Es gab viele Hoffnungen und positive Erwartungen, die sich allerdings verflüchtigten. Er nennt explizit die Politik der quantitativen Lockerung, also das heißt der Geldmengenproduktion ohne Ende, und weist darauf hin, dass die Probleme nicht lösten, sondern sie nur in die Zukunft verlagerten. Und da muss man dem guten russischen Präsidenten recht geben, absolut recht geben. Ich habe das auch in mehreren Videos schon beschrieben, auch in meinen Artikeln auf cashkurs.com, dass eben durch diese Zinspolitik und durch diese Art der Geldmengenproduktion Zombieunternehmen ohne Ende entstehen und tatsächlich die Probleme damit in die Zukunft verlagert werden. Ja, was sind die Ursachen für die Krise der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, fragt er, die das Vertrauen der Teilnehmer der Weltwirtschaft zerstört haben. Er glaubt, dass der Hauptgrund darin liegt, dass das Ende des 20. Jahrhunderts eingeführte Modell der Globalisierung immer weniger zu der sich rasch entwickelnden neuen wirtschaftlichen Realität passt. Denn, so sagt er, ist unter Berücksichtigung der Kaufkraftparität der Anteil der Industrieländer am globalen Bruttoinlandsprodukt in den letzten drei Jahrzehnten von 58% auf 40% gesunken und der Anteil der G7-Länder von 46% auf 30% gesunken, während gleichzeitig die Schwellenländer massiv angewachsen sind. Die Schablonen, so sagt er wörtlich, die von den Ländern des Westens kamen und ihnen außergewöhnliche Vorteile brachten, verschufen ihnen Rendite und festigten ihre Position für die Zukunft. Die anderen Länder mussten in ihrem Fahrwasser nachziehen. Natürlich wird viel über Gleichberechtigung gesprochen. Als jedoch dieses bequeme, gewohnte System begann, Risse zu zeigen, als Konkurrenten heranwuchsen, begannen die Staaten, die zuvor die Prinzipien der Freiheit des Handels von ehrlichem und offenem Wettbewerb gepredigt hatten, in der Absicht, ihre Vorherrschaft um jeden Preis zu wahren, in der Sprache von Handelskriegen und Sanktionen zu sprechen. Es folgten offene, und hier müssen wir auf die Wortwahl achten, er sagt wörtlich, es folgten offene wirtschaftliche Raubzüge, den Konkurrenten wurden die Arme auf den Rücken gedreht. Es wurde mit Einschüchterung gearbeitet, Konkurrenten durch sogenannte nicht marktwirtschaftliche Methoden beseitigt. Was Putin hier macht, ist, dass er die USA klar als Raubritter, als Räuber bezeichnet. Und er weist ihm auch auf die Methoden hin, wie Einschüchterung und bildlich die Arme auf den Rücken zu drehen. Na gut, er sagt weiter, sehen Sie, es gibt viele Beispiele. Ich werde nur davon erzählen, was uns direkt betrifft und was allen, glaube ich, auf der Zunge liegt. Zum Beispiel der Bau der Gaspipeline Nord Stream 2. Ich habe im Saal unsere Partner gesehen, die daran arbeiten, nicht nur die russischen, sondern auch unsere Freunde aus Europa. Das Projekt zielt darauf ab, die Energiesicherheit Europas zu verbessern, Arbeitsplätze zu schaffen. Es liegt voll und ganz im nationalen Interesse aller Beteiligten, sowohl der Europäer als auch Russlands. Wenn es diesen Interessen nicht entsprechen würde, würden unsere europäischen Partner es nicht umsetzen. Hat sie jemand dazu gezwungen, fragt er. Nein, sie kamen selbst zu uns, weil die Umsetzung dieses Projekts in ihrem Interesse ist. Sehen Sie, aber das passt nicht in die Logik und entspricht nicht den Interessen derjenigen, die innerhalb des bestehenden universalistischen Modells an ihre Exklusivität, ihre Einzigartigkeit gewöhnt sind und daran alles tun und lassen zu dürfen. Es passt nicht dazu, weil andere ihre Rechnungen bezahlen sollen und deshalb wird das Projekt andauernd torpediert.
Es ist besorgniserregend, dass diese zerstörerische Praxis nicht nur traditionelle Märkte wie Energie oder Rohstoffe getroffen hat, sondern auch in aufstrebenden Industrien Einzug hält. Ihr nennt dann als Beispiel Huawei, auch darüber habe ich ja schon berichtet, wobei wir übrigens davon ausgehen können, dass Huawei nach diesen Blockaden, auch wenn im Moment anderes verlautet, ein ganz eigenes von den US-Herstellern unabhängiges Betriebssystem schon sehr bald auf den Markt bringen wird, welches höchstwahrscheinlich auch geschwindigkeitsmäßig den bisherigen US-amerikanischen überlegen sein wird. Ja, er sagt dann weiter, ich bedauere, es feststellen zu müssen, aber das tun heute die USA, indem sie ihre Gesetze der Welt aufzwingen. Übrigens, davon habe ich 12 Jahre lang gesprochen, ein solches Modell widerspricht nicht nur der Logik der normalen zwischenstaatlichen Beziehungen und den sich abzeichnenden Realitäten einer komplexen multipolaren Welt, sondern löst es auch keine Herausforderungen der Zukunft. Das zweite mögliche Szenario ist die Zersplitterung des globalen Wirtschaftsraums durch eine Politik des ungezügelten wirtschaftlichen Egoismus und seiner gewaltsamen Durchsetzung. Das aber führt zu endlosen Konflikten, zu Handelskriegen und vielleicht auch echten Kriegen. Kurz gesagt, ein Kampf alle gegen alle, völlig ohne Regeln. Er macht dann noch Vorschläge, auch hinsichtlich einer Lösung, und die liegt eben in seinen Augen in einem Multilateralismus und im Einhalten der vereinbarten Regeln. Und da gab es ja nun eine Macht, die sich jahrelang, jahrzehntelang an keine Regeln gehalten hat, sondern durch militärische Stärke geglaubt hat, alles nur im eigenen Interesse umsetzen zu können. Ja, und diese militärische Vorherrschaft der USA ist ja mittlerweile gebrochen. Zwei wichtige Nationen sind durch westliches Verhalten zu einer Zusammenarbeit gezwungen worden, die sie inzwischen nahezu aneinander schmiedet, China und Russland. China als werdende größte Wirtschaftsmacht, noch nicht größte Finanzmacht, und Russland als wohl schon die stärkste Militärmacht, obwohl Russland einen Rüstungshaushalt hat, der unter dem Frankreichs liegt. Ich weiß, das höre ich immer wieder, wenn ich diesen Hinweis gebe, dass das ja nicht sein kann, aber da verweise ich auf ein paar Videos, die ich an der Stelle schon gemacht habe. Wir blenden das hier ein oder ich verlinke das dann unter diesem Video, bevor also hier Kommentare dazu kommen, dass das so nicht sein kann. Bitte ich Sie einfach mal einen Blick in die dann verlinkten Videos zu diesem Thema zu werfen. Also, was Putin hier gemacht hat, ist, dass er ganz klar erklärt hat, dass die USA hier wie Raubtiere, wie eine Räuberbande gehandelt haben, und er hat relativ höflich, so wie es halt seine diplomatische Art ist, erklärt, dass also jetzt vorbei ist mit dieser Vorherrschaft der USA und hat mit dieser Rede im Grunde den nächsten Schritt eingeleitet. Und auch das ist ein Punkt, den man nie unterschätzen sollte, denn diesen wichtigen Reden, die ich vorhin schon benannt habe, folgten immer ganz konsequente, an die Reden angepasste Handlungen. Und das kann man zwar ignorieren oder auch totschweigen, aber es ist Schritt für Schritt erfolgt. Es ist angekündigt worden von Putin und es ist letztlich auch umgesetzt worden. Und was hier der nächste Schritt ist, ist die Entmachtung der USA. Die Dollar-Hegemonie soll zerstört werden. Er gibt dann auch noch ein paar Hinweise zur Finanzwirtschaft, die dann eben auf diesem Dollar basiert. Und auch das mögen viele für abwegig halten, nur Russland und China denken in anderen Zeitmaßstäben, als wir es im Westen gewohnt sind. Und es gibt einen Artikel von einer US-amerikanischen Zeitschrift,
im National Interest erschien ein entsprechender Artikel. National Interest, muss man dazu wissen, ist ein Sprachrohr auch vom ehemaligen amerikanischen Außenminister Kissinger oder Kissinger, wie immer man ihn aussprechen möchte. Und in diesem Artikel, ich möchte Sie da jetzt verschonen, aber kurz zusammengefasst, wird beschrieben, also wohlgemerkt von einer US-amerikanischen Zeitung, wie sich die USA in den letzten Jahrzehnten verhalten haben, dass sie also immer näher über NATO und EU an die russischen Grenzen vorgerückt sind, dadurch diese Einkreisungspolitik betrieben haben und dann unterschätzt haben die Entwicklung Russlands und Russland unter Putin dann aber doch auch militärisch sehr stark geworden ist und inzwischen eben auch in Südamerika, siehe Venezuela, eine durchaus gewichtige Rolle spielt und die USA trotz ihrer Monroe-Doktrin nicht mehr so wie vorher gewohnt die Möglichkeit haben, über ihren Hinterhof und im konkreten Fall eben Venezuela verfügen zu können, so wie sie sich's vorstellen. Und es wird in diesem Artikel letztlich den Russen angeboten, doch wieder auf die alten Muster zurückzugehen. Das heißt, überlasst uns wieder Südamerika und wir überlegen uns, ob wir die Politik der Einkreisung weitertreiben. Also im Grunde eine Kapitulation, auch das natürlich in unseren Medien nirgends aufgetaucht. Ich weiß nicht warum, vermutlich, es stehen so viele Wechsel und Änderungen an, vermutlich sind viel zu viele Pfründe gefährdet und man hofft halt einfach irgendwie doch das alte System bewahren zu können. Und man hofft auch, manche hoffen es jetzt schon 3 Jahre, dass Trump morgen aus dem Amt gehoben wird, aber die Entwicklungen laufen doch sichtlich in eine andere Richtung. Dieser Artikel im National Interest kam übrigens etwa 5 Jahre zu spät, denn ich glaube nicht, dass der Kreml sich auf derartiges noch einlässt. Im Gegenteil, die werden schon versuchen, ihre Einflusssphären weiter auszudehnen. Gut, also jedenfalls wieder zurück zum Wirtschaftsforum. Dort war ja auch die Ministerpräsidentin, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, Manuela Schwesig von der SPD, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, die auch ganz deutlich erklärt hat, dass Nord Stream 2 fertig gebaut wird. Es gibt immerhin an die 1000 Vertragspartner und es ist schon viel zu viel Geld investiert worden, um das nicht zum Ende zu bringen. Ein gewisser Sergei Karaganov, übrigens auch eine sehr interessante Figur in Russland, hat sich dann auch noch zu Wort gemeldet und hat wörtlich gesagt, hinter all dem Medienbrimborium wird leicht übersehen, dass sich die Kooperationsersuchen überhäufen. Und damit meint er die Kooperationsersuchen anderer Länder an Russland. Wer nicht spurt, versinkt künftig in Bedeutungslosigkeit. In China hat man inzwischen in einigen Städten Großtests durchgeführt im Zusammenhang mit Elektroautos und hat mal überprüft, wie sich das auf den Stromverbrauch auswirkt. Die Feststellung dabei war, dass der Stromverbrauch so enorm steigt, dass einfach zusätzlich Strom erzeugt werden muss. Ja, was jetzt Deutschland betrifft, ist das natürlich ein Problem. Mit Kohle geht es nicht mehr, mit Kernkraft geht es nicht mehr. Also bleibt Gas. Naja, und der wichtigste Gaslieferant wird eben für Deutschland, für Europa und auch für China letztlich Russland werden. Es würde dann noch verwiesen, oder er verweist dann noch auf Leonid Michelson, der ist Vorstandsvorsitzender des Energieunternehmens Novatek in Russland, welches also eine ganze Reihe von Joint Ventures mit großen chinesischen Energieunternehmen unterschrieben hat und dadurch diesem russischen Unternehmen der Zugang zur chinesischen Infrastruktur der Energieversorgung letztlich ermöglicht wurde. Also da tut sich einiges. Übrigens belegt China LNG-Lieferungen, also Flüssiggaslieferungen aus den USA mit empfindlichen Zöllen. Also hier tut sich einiges. Das Ganze darf man durchaus auch wieder sehen
vor dem Hintergrund der grünen Politik, worauf ich schon ganz am Anfang eingegangen bin, auch hinsichtlich der Kommentare, die mich hier erreicht haben. Also das eine ist die Realität, das andere sind ja, feuchte Träume, die man sich hier machen kann. Ich denke, mit dem Aufstellen von Windrädern allein wird es auch in Deutschland nicht getan sein. Im Übrigen gibt es dazu einen sehr interessanten Artikel von Forbes, den ich wahrscheinlich in einem nächsten Video mal genauer beschreiben werde. Das Ausland, ich hätte fast gesagt, fängt an, die deutsche Energiepolitik zu belächeln. Das stimmt aber schon gar nicht mehr, sondern die hauen sich inzwischen zum Teil vor Lachen schon auf die Schenkel, wenn sie beobachten, was hier bei uns passiert. Ja, und grüne Politik, dafür kann man schon sein, wenn die Grünen sich um die Umwelt kümmern und nicht die Umwelt dem Klima opfern, indem rücksichtslos Windräder aufgestellt werden und dafür auch Wälder abgeholzt werden. Und zur grünen Politik würde meiner Meinung nach auch gehören, dass man sich um andere Dinge kümmert, wie zum Beispiel auch gesunde Ernährung, Vermeidung von Plastik. Sobald die mal etwas verlautern lassen hinsichtlich dem Verzicht auf Fluorid in Zahnpasten, werde ich vielleicht so ein Video, das jemand verlinkt, das grünen Werbung ist, dann auch mal hier stehen lassen. Ja, in diesem Sinne, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Übrigens, was unseren Reservekanal betrifft, weil ich auch dazu viele Kommentare bekommen habe, also wir haben ja so eine Teilzensur bekommen auf einem der letzten Videos von YouTube. Wir sind immer noch dran, einen Reservekanal zu nutzen, wo wir unsere ganzen Videos zusätzlich einstellen werden. Es ist uns Verschiedenes genannt worden von Kommentatoren. Ich bedanke mich für die Hinweise. Es ist aber nicht ganz so einfach, wie es ausschaut. Also wir arbeiten daran. Wir wollen nicht den Kanal wechseln. Also wir werden weiterhin bei YouTube unsere Videos veröffentlichen, solange das möglich ist. Dieser zweite Kanal ist einfach ein Absicherungskanal, um die Videos eben auch zur Verfügung stellen zu können, falls hier das eine oder andere gesperrt werden sollte. Ich bedanke mich, wie gesagt, für die Kommentare und für die Hinweise und übrigens auch für die Spenden, die bei uns eingehen und dafür, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Teilen Sie es mit Ihren Bekannten, Verwandten, über den Daumen hoch freuen wir uns. Abonnieren Sie unseren Kanal, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, am besten mit Glocke. Auch das ist übrigens so ein Thema, das sollte man schon ernst nehmen, denn YouTube baut die Algorithmen so um, dass also nicht mehr wie bisher oder wie bis vor kurzem bestimmte Videos, die so in den Interessensbereich eines einzelnen Zuschauers fallen, auch immer wieder mit vorgeschlagen und angeboten werden, sondern es werden immer mehr Videos angeboten, die dann systemkonforme Meinungen verbreiten, wie zum Beispiel von dieser gewaltigen Funk-Mediengruppe, die eben auch entsprechend finanzstark ist. Also, wenn Sie sicher sein wollen, dass Sie informiert werden, wenn die Videos hochgeladen sind oder veröffentlicht sind, dann bitte mit Glocke abonnieren. Ansonsten finden Sie die Videos höchstwahrscheinlich nur noch, wenn Sie es ganz konkret mit Namen und Titel auch suchen. Ja, bis zum nächsten Mal.